Hallo und herzlich willkommen in der 21 Stump Street. Ich zeige euch heute, oder wenn ihr sehen möchtet, wie zumindest ein Fähnchen von diesem, wie ich finde, sehr hübschen Banner entstanden ist, dann müsst ihr dranbleiben. Das ist also mein fertiges Banner, mein frühlingshaftes Banner. Okay, viel Spaß. So, dann legen wir mal los. Ihr braucht ja die Farben eurer Wahl, sag ich mal so. Und ich habe mich in diesem Fall für Taub und für Vanille pur entschieden. Erstens, weil ich Vanille pur letzte Zeit sehr wenig benutzt habe und davon noch recht viel habe. Und zweitens, weil ich denke, dass das so ein bisschen diesen Vintage-Feel so ein bisschen was mehr hergibt, wie das rein weiße, also dieses Flüsterweiß. Um möglichst viele daraus zu bekommen, habe ich das jetzt wie so eine Karte halt geteilt, nämlich auf 14,9. Das ist ja die Hälfte ungefähr, glaube ich, von so einem Bogenpapier, oder ist die Hälfte? Ja, fast noch. Und das dann eben nochmal auf 10 cm dann. 10 und 10. Warum 5? Weil ich von 5, also warum 10? Weil ich bei 10 einfach die Hälfte 5 habe und ich die Hälfte brauche, um da eben diese Spitze reinschneiden zu können. So, das macht ihr jetzt so viel, so oft und so lange, bis ihr die gewünschte Anzahl an Banner, was auch immer ihr da drauf schreiben wollt. Bei mir steht ja jetzt nur Frühling drauf. Ich hatte überlegt, frohe Ostern zu machen. Frohe Ostern war mir dann aber irgendwie dann zu lang und wir haben ja auch nur ein kleines Haus und wo passt das hin? Und für Ostern ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, um das jetzt aufzuhängen, aber Frühling passt und das kann halt am längsten hängen bleiben. Meine Freundin hat mir gesagt, schreib doch einfach Frühling. Am liebsten würde ich Spring schreiben, das Englische, aber wir sind ja hier in Deutschland. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, nicht Spring zu schreiben, vor allen Dingen, weil ich mir schon das wieder vorstellen kann. Ja, ihr seht schon, ich bin wieder viel mehr am Reden wie alles andere. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich habe eine Deko gemacht für den Herbst und habe da drauf geschrieben Fall. Zu Deutsch Fall. Und jeder, der reinkam und diese Deko gesehen hat, hat gesagt, warum steht da Fall? Ja, deswegen lasse ich lieber, bevor der Postbote noch und Hüppen anfängt, weil irgendwo Spring steht, habe ich mir gedacht, na, lässt es und schreibst Frühling. So, hier haben wir jetzt 10, damit, also 10 mal 14,9, damit wir ein bisschen Rand haben, machen wir das genauso wie bei einer Karte, 5 mm weniger und dann haben wir eigentlich einen guten Rand. Das heißt also in dem Fall, ja, können wir auch hier direkt, also. Wäre das hier 9,5? 9,5 und hier ist es 14,4. Ändert jetzt ein bisschen länger und ein bisschen so. Das wäre das. So, um mir die Spitze zu machen, das gibt es 120.000 Arten und Wege, wie man das machen kann. Wahrscheinlich meine ist, ich lege mir das rechts an, schiebe es links auf 5 cm, habe hier meinen Marker auf 5 cm stehen und drücke den einfach runter. Einmal runter, dann habe ich hier so einen Punkt, so eine Markierung. Und jetzt brauche ich meine Schere, die wieder abhanden ist. Nee, da ist sie. Und schneide einfach von der einen Ecke bis zum Punkt und von der anderen Ecke bis zum Punkt. Ich mache das mit der großen Schere, weil es mir einfacher fällt, dann gerade Schnitte zu machen. Dass das natürlich jetzt nicht hundertprozentig ist, ist klar. Wenn ich also jetzt hier dieses hier bei 5 cm anlege, dann darf ich natürlich jetzt hier nicht bei 5 die Hälfte nehmen, sondern da habe ich bei 4, 7, 7 irgendwas. Und da suche ich mir so ungefähr die Peil, so ungefähr die Mitte an und drücke das genauso runter. Und auch hier.
schneide ich einfach ein. So, und wenn das jetzt hier nicht 100%, was natürlich nicht ist, kann ja nicht, ist das hier. Ja, okay, den habe ich ausgerechnet das genommen, was. Ja, ich muss das natürlich noch auf 14,4 kürzen. Ich habe das falsche Ding genommen, glaube ich. So, 14,4 gekürzt. Und dann passt das auch. Wenn das jetzt wie hier jetzt schon mal nicht ganz so, weil, wie gesagt, es ist halt mit der Schere nur Freihand geschnitten, dann kann man da auch noch mal, hier ist auch so ein bisschen ein Bogen drin. Ne, ist ja nur Papier, ist ja geduldig. Dann schnippelt man einfach noch mal ein bisschen nach, bis der Rand dann so ist, dass es einem gefällt. So mache ich es zumindest. Wenn ihr noch andere Wege kennt, dann kann man das ja natürlich auch machen. Ne? Aber ich mache so, weil so geht es für mich am schnellsten. Klar könnte ich natürlich jetzt auch hingehen und mir hier mit meiner Markierung und hier schräg hier einschneiden und da einschneiden. Und das ist mir aber. Ich habe es ausprobiert. Ja, es wird genauer. Ja, aber es dauert mir einfach zu lange. Und von dem her, das hängt an der Wand und da sagt nachher keiner, oh, da hast du aber schief geschnitten. Also da ist aber bestimmt ein Millimeter Unterschied. Sagt kein Mensch, ne? Also habe ich noch nie gehabt bei meinen Banners und ich mache die gerne, ich mache die oft. Ich mache die für alle möglichen Gelegenheiten und für eine Tür, für alles Mögliche. So. Und ich finde die halt schön. Und da hat, wie gesagt, noch keiner gesagt, da stimmt aber irgendwie das Maß nicht. So, jetzt können wir schon mit dem Stempeln anfangen. Oder mache ich? Nee, ich mache jetzt erstmal hier meine. Jetzt brauche ich. Habe ich mir Altrosa genommen. Also, ich gucke mal, ob ich noch hier so ein Stück habe. So. Das hatte ich bei. Ja, das ist jetzt hier. Ein bisschen rechts anlegen bei 3 cm. War das 3? Nee, ich glaube, das war sogar 3,5. Naja, ich guck mal. 3 cm. Naja, passt schon. Bei 3 cm und bei 10. So. Das wäre das. Dann. Die ich wieder vorbereitet bin. Pergamentpapier. Ich habe jetzt hier das aus der Celebration, was man Gratisware nehmen kann. Super schönes Papier. Ich bin sowieso Freund von Pergamentpapier. Immer schon und wunderbar. So, da hatten wir 3 cm. Dann nehmen wir jetzt hier 2. Mal 10. Dann haben wir das. Und noch ein Stück Glitzer. Da habe ich schon einen Rest noch. Der ist 1,5 cm mal 10. Und der ist halt für hier oben drauf. So. Genau. Das wäre das. Dann nehme ich mir mein 1¾. Kreis und meinen großen Wellenkreisstanzer, den ich gerade mal gar nicht sehe. Ich bin immer sehr gut vorbereitet, wie ihr seht. Ne? Also wirklich super. Den hat schon wieder weggeräumt. Weil ich habe das nämlich alles schon gemacht und zeige euch jetzt einfach nur noch. Ja, also jetzt hat er irgendwie ein bisschen was. Ruckelt er hier? Ne, jetzt ist er wieder da. So, um ein bisschen Glitzerpapier zu sparen, weil das ja ziemlich, ja, ihr seht schon, ne, so ein Banner, da braucht man einige von diesen Kreisen. Aber, ne, gar kein Problem. Ich nehme einfach den Kreis, der etwas kleiner wie der Wellenkreis ist, so dass ich dann immer noch eine Welle drumherum habe.
und setze dann erst den Wellenkreis so an, wie ich ihn möchte. Und stanze ihn durch. So. Und wenn mir das jetzt nicht hier in den Ausschnitt gefallen wäre, wo ist es denn hin? Ja. Okay, wir machen das Ganze einfach nochmal. Ne? Weil es so schön ist. Ach, da ist er ja. Da ist er. So. Da ist er hingeflutscht. So, dann haben wir also hier ein Innenteil von einem Wellenkreis. Und das können wir ja uns noch verwahren. Da kann man auch schön ein Blümchen oder Schmetterling, irgendwas glitzermäßig, Sternchen, irgendwas draus ausstanzen. Denn wir brauchen ja nur den äußeren Kranz. Dann habe ich noch aus Tuch. Das müsste dieser hier sein. Der passt dann wunderbar da oben drauf. Ja. Und das ist der 2 Inch. So, das war der 1 3/4. Und das ist, ja, viel Material geht da. Also viel Material geht drauf und viel, ja, das ist 2 3/4. 2 3/4, 2 3/8, ich kann es gar nicht mehr sehen. Großer Wellenkreis, 2 3/8, jetzt kannst du sehen. So, und dann brauchen wir noch einen, den nehme ich aber wieder irgendeinen Rest. Habe ich keinen, habe ich bestimmt. Jetzt kann man natürlich hingehen, wenn man weiß, ich brauche da, ich weiß nicht wie viel. Normalerweise gehe ich dann hin und bestempel das komplette Papier und schneide mir, also mache mir mein eigenes Designerpapier im Prinzip und mache es jetzt. Weil ich das aber jetzt nur noch für euch hier mache, weil mein Banner ja schon fertig ist, ja, machen wir das jetzt einfach mal so. So, jetzt den kleineren Kreis, das war der 1 3/4. Da brauchen wir noch mal eine Kanäle für oben drauf. So sieht das jetzt noch alles was ordentlich nackig aus, ne? Ich glaube, wir haben aber jetzt soweit alles gemacht. Ja, dann fangen wir mal zu stempeln an, ne? Auch hier, was habe ich mir für Farben ausgesucht? Blushing Bright, ne, Moment, wie heißt das? Kirschblüte, Rosenrot und Tipptopptop. Ich finde den Namen so klasse, ne? Tipptopptop. Ja, wie habe ich es gemacht? Ich habe wieder meine. Ja, so. Und zwar ist das Stempelset auch ebenfalls aus der Celebration, was ich mag. Finde ich also unheimlich schön. Aber kannst ja, kann man. Ich habe mich jetzt für das entschieden. Ich finde, da tut es auch jedes andere Blümchen funktioniert ja genauso mit. Jetzt soll man normalerweise, da ist ja extra so ein Pfeil, ne? Das soll ich jetzt nach da oben oder in die, und dann den anderen genau da drüber, aber. Ist mir alles zu kompliziert. Was mache ich? Ich mache so nach Lust und Laune und stempel einfach drauf los. So sieht das bei mir aus. Und dann komme ich mit dem volleren. Versuche noch den letzten Rest vom Stempelkissen. Das scheint mir nämlich schon ziemlich. So, und auch das stempel ich einfach jetzt so Pi mal Daumen oben drauf. Man kann natürlich jetzt auch sich die Stelle merken, wo habe ich das gemacht und kann das genau nach Anweisung hier draufsetzen. Und vielleicht sieht es dann sogar was besser aus. Man kann auch lange suchen, bis man den richtigen Punkt gefunden hat. Mache ich alles nicht. Ich stempel mir dann einfach so, wie es kommt, da oben drauf. Und wenn das dann nicht 100% passt, dann macht das auch nichts, weil ich finde es trotzdem schön. Darf man sich gar nicht immer so viel Gedanken machen. Kommt jetzt in der Kamera leider nicht so gut rüber, aber es ist da. So, was haben wir noch? Das kleine Blümchen. Dann stempel ich jetzt erstmal die helle Farbe. Da seht ihr schon, mein Stempelkissen
Das Blushing Bright ist sehr, 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 ist sehr hell. Aber ich glaube, meins ist auch langsam leer. So. Der letzte Rest. Ein bisschen ausstempeln, dann der dunklere hinterher. Wenn man das jetzt auf eine so eine Matte machen würde, würde es vielleicht auch noch mal besser gehen. Nicht, dass ich so eine Matte nicht hätte. Ich habe sie. Da ist sie. Sie liegt auch schon bereit hier mit diese. Aber da ich ja immer so gut vorbereitet bin, ne? Und die Hälfte dann vergesse. So. So gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt noch einmal umtauschen. Jetzt brauchen wir das Grün, das Minz Macaron. Gerade mal gucken hier. Macaron. Ja. Noch die Blätter. Wie gesagt, also ich mache mir da nicht so einen großen Kopf drum, wie es gut aussehen könnte. Ich stempel immer einfach drauf los. Wichtig ist eigentlich nur, dass man es nicht zu sehr nur auf die Mitte konzentriert, sondern einfach übers Blatt hinaus stempelt. Dementsprechend sieht auch immer meine Unterlage aus. Und ja. So, dann, was habe ich hier genommen? Und zwar aus meinem Lieblingsset. Da geht natürlich auch Gorgeous Grunge, würde auch gehen, aber ich mag hier die Dots aus, aus Awesomely Artistic. Ja, finde ich einfach, ich mag die. Einmal abstempeln und zweimal nachstempeln. Einmal abstempeln, zweimal nachstempeln. Einmal abstempeln, zweimal nachstempeln. So, und schon ist unser Blättchen. So. Wunderbar. So. Dann das Ganze noch wischen. Dem Ganzen mehr Dimension. Ja, genau. Ja, sieht einfach besser aus. Finde ich. Also ich mag generell, wenn sich das so ein bisschen abhebt, und ich mag es halt auch immer viel mit Dimensions und kann ruhig ein bisschen was höher sein. Auch meine Kartenprojekte, so nicht alles immer so patschig drauf. So, das wäre das. Das und die zwei. So, ich habe jetzt hier noch so eine Wellenstanze hier, eine Häkelbordürenstanze. Die gibt es ja nun leider nicht mehr, aber auch da kann man, ich habe meine Finger bematscht, wie ist ja auch wieder nichts Neues. Was ich übrigens äußerst schade finde, dass Stampin' Up! diese Stanzen rausgenommen hat. Ich liebe die einfach. Und ich bin jetzt schon ganz traurig, wenn die dann irgendwann vielleicht nicht mehr funktionieren sollte. So. So kann man das dann aufkleben. Dann habe ich mein liebes Helferlein, meine Tochter Emi, dazu gezwungen, verdonnert, mir so ein paar Sachen als Deko auszustanzen. Zum einen natürlich die Buchstaben. Ein R. So, nehmen wir das R. Das mit diesen Thinlits-Buchstaben. So, dann haben wir noch einen Schmetterling. Nein, dann nehmen wir lieber den hier. Das wird arschgroß, ne? Mal gucken, ob wir den nehmen.
Mal schauen. Was habe ich noch? Aus diesem Blütenpotpourri, Blumenpotpourri. So. Und weil ich kein großer Künstler bin, was Blumenfalten angeht, mache ich das immer ganz einfach. Ich nehme mir einfach hier so eine kleine Postklammer. Wie heißen die? Brad. Ein Brad. Und fädel mir den so ungefähr in der Mitte hier irgendwie durch das, dieses Spitzenband in Taub. Da sind ja so kleine Löcher drin. Und das ist ja nicht komplett durch, aber ich glaube, das geht auch mit normalem Band. Weiß ich jetzt aber nicht so. Und da fädel ich mir das einfach immer so hin und her. Bis ich meine, ich habe das hab genug. Ich meine, dass das dick genug ist. Kann natürlich jetzt auch einfach ein Schleifchen machen, aber ich wollte sowas. So. Dann habe ich hier so ein Puschel. Weiß ich, wie ich das sonst nennen soll. So. Und ich finde, dass das als Blümchen durchaus durchgeht. Hier so. Mal gucken. So, jetzt kommt der Teil, wo ich immer ein bisschen was. Entschuldigung, ihr seht, ihr hört, ich bin mal wieder erkältet, immer noch erkältet. Nein, wieder. Nicht immer noch, wieder. Traurig, aber wahr. Ja, wo sind meine ganzen Blumen? Hat sie mir noch gar nicht genug gemacht. Ah, hier ist noch ein kleiner Schmetterling. Die mag ich immer gerne. So, und dann mache ich noch ein Röschen. Dazu habe ich mir einen Wellenkreis aus. Ich kann es auch nochmal zeigen. Ich glaube, ich habe es schon oft genug gezeigt, aber kleinen Wellenkreis. Kleinen Wellenkreis. Ein Viertel Inch. Mit der Schere. Eine Schnecke reinschneiden. Spirale. Dann habe ich eine Pinzette. Drehe das mit Hilfe der Pinzette ein. Geht auch recht zügig eigentlich. Ja. Dann hole ich die Pinzette raus. Ein bisschen Tombow unten auf diese, auf den letzten Teil von der. Wie heißt das? Da ist schon ein Deckel drauf gemacht, ne? So. Bisschen festdrücken, bisschen platt drücken, wie auch immer. Ja, der Vorführeffekt hier wieder, ne? Da geht sonst ratzi-patzi. So, dann habe ich schon mein Röschen. So. Jetzt kleben wir das alles noch fest, aber ich nehme mir mal einen anderen Buchstaben. Mal gucken. So. Bisschen Deko hier, die mir hier gleich festklebt.
Und dann gucken wir mal, was wir davon verwenden. So. Um mich herum wieder ein heilloses Durcheinander. Wie immer. Und das ist ja nur der kleine Teil, den ihr seht. Aber ich glaube, wenn ich das so bei den anderen Bastlern raushöre, auch wenn es da vielleicht etwas ordentlicher auf dem Platz aussieht, das ist es, glaube ich, auch nicht. Also, jetzt schon so oft so Bastelzimmer gesehen, so Bilder von chaotischen Bastelzimmern, wo jemand gepostet hat und hat gesagt, ja, hier, so sieht es aus, wenn ich gebastelt habe. Dann denke ich mir immer so, na gut, dann bin ich ja doch nicht alleine. So, geht ruhig auch mit Tombo. Weil normalerweise nicht, weil der kommt ja durch. Aber in dem Fall kommt da ja noch ein Streifen drauf und der verdeckt dann einfach den Klebestreifen und da kann man da benutzen. Ja, kann man ruhig den Tombow benutzen. Ansonsten lieber eher Glue Dots. Habe ich jetzt hier den falschen genommen? Wieso ist denn das jetzt hier nicht bei 10? Also, typisch, ne? Ich mir doch gerade auf 10. Ja, gut, okay. Das war das Endstück. Hier ist dann für 10. Sehr gut. So, hier. Ja, ansonsten mit Pergamentpapier und Kleben, das ist so eine Sache. Da macht man am besten da, wo die Klebefläche ist, eigentlich immer am besten irgendwas drüber, weil. Ich meine, man sieht das immer überall. So, wo habe ich jetzt meine... da, der letzte Rest vom Schützenfest, aber auch der geht noch. Ich habe jetzt nur noch die Randstücke. Die sind allerdings für die Buchstaben ideal, ne? Weil die sind ja ziemlich klein. Und dann schneide ich mir die einfach noch mal so ein bisschen ein. Dann machen wir mal zwei Reifen drauf, weil, wie gesagt, die sind halt so klein. Ansonsten mache ich normalerweise nur einen. Und eigentlich hält das dann auch. Also, die sind schon gut. Die sind schon ihr Geld wert. Ich habe auch andere. Ich habe auch, habe ich da nicht gewischt drumherum? Scheinbar nicht. Ich habe auch billige vom Action. Diese Abstandshalter, diese Dimensionals. Schaumpads oder Foampads oder wie man die auch nennt. Aber ich meine, die halten nicht so gut. Und mir, genauso wie mit den Glue Dots, mir fällt dann schon mal das ein oder andere Blümchen ab, wenn ich das denn mit dem mache. Deswegen benutze ich eigentlich für Dinge, wo ich weiß, die sollen was länger halten, benutze ich halt einfach lieber die Dimensionals. Spitze, das Buchstabe, machen wir den jetzt auch noch hier. Seht ihr, das passt hier wunderbar. Wenn das man das dann eingeschnitten hat. Das ist natürlich ein bisschen Fummelsarbeit jetzt hier, wenn die so klein sind, aber ja, geht alles. Machen wir ein frühlingshaftes Haar. Haar. Haha. Dann nicht durch, ne? Naja, gut, geht aber. Vielleicht hier oben. Den machen wir da oben dran. Sieht ja, also Glue Dots gehen eigentlich mit Pergamentpapier. Das sieht man kaum. Das finde ich gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss ja nachher noch die Dings. Vielleicht ein bisschen weiter runter. Also was ich halt auch immer, ich
versuche so ein bisschen gleich zu machen. Und doch irgendwie immer wieder anders. Also hier ist jetzt die Basis ist gleich. Die Deko ist halt immer ein bisschen anders. Ja, so kann man sagen. Ne? Und ihr seht, ich habe es nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was ich mache. Deswegen lasse ich euch auch nicht zugucken, wie ich die anderen mache, weil das würde einfach ausarten. Echt am Überlegen. Ihr seht ja, ich bin hier am Hin und Her und Hin und Her und bis ich dann irgendwann mal zufrieden bin. Das wird wahrscheinlich würde zu lange dauern, euch dazu gucken zu lassen. Ich glaube, ich muss mir doch noch die kleinen Schmetterlinge mal besorgen. Ich finde die einfach sehr schön. Ne? Es gibt die auch noch ein bisschen kleiner. Aber so geht's. Das geht. Jetzt gefällt es mir. So, da fehlt mir noch was. Da fehlt mir immer noch was. Ich klebe das jetzt erstmal fest und dann überlege ich später nochmal. Lass mal kleben. Und dann gucken wir mal, was da noch hinpasst. So, mein Tüdel. Tüdelidü. Willst du was? Vielleicht noch ein Röschen. Oder warte mal, was hatte ich? Hatte doch vorhin hier noch sowas hier gehabt. Genau. Der geht auch noch. Gibt es auch noch einen anderen noch drauf? Ja, hier. Gibt noch einen drauf? Nein. So, da mache ich aber mir dann noch einen Glitzer drauf. Ach, da bin ich. Also ich habe so das Gefühl, ich werde diese Erkältung nie los. Dann ist mal ein Tag mal weg und gut und dann, das dauert nicht lange, dann ist sie wieder da. Wink auf Stella. Ein bisschen über die Blumen drüber. Ich sehe das. Ich sehe, wie das funkelt und glitzert alles. Ich liebe das. So. Und auch der Buchstabe kriegt noch ein bisschen Glitzer ab. Weil ich bin ein Freund von Glitzer, was soll ich sagen? Nicht an mir, aber auf meinen Projekten. Da kann jetzt auch noch ein bisschen Perlchen, Perlen, 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 Perlen. Ich kann Perlen. Oh. Doch. So. Bisschen überladen hier, ne? Das Ganze. Aber
Ich mag's. Ich mag das so. So. Und dann habe ich ja irgendwo so eine Kneifzange. Also Zange. Nehme ich da das Große oder das Kleine? Das Kleine wird schon reichen. Auch hier Pi mal Daumen. Und schön weit rein, ne? Fertig. Also. Ein Haar vom Frühling ist fertig. Ja, das komplette Banner habe ich euch am Anfang gezeigt. Und ja, viel Spaß beim Nachbasteln, wenn ihr es nachbasteln mögt. Wie gesagt, ich mag die gerne, ich mag die unheimlich gerne. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und vor allen Dingen Zuhören. Und genau. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter basteln. Okay, damit ich euch am Anfang dann auch das fertige Banner präsentieren kann. Denn das ist noch nicht so ganz fertig. Also ich habe ein F fertig und jetzt ein H. Und ja. Und der Rest, der folgt jetzt noch. Okay. Vielen Dank fürs nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.